Die 6-Tage-Wanderung, ja? Ja, genau. 870 Euro. 870 Euro. Sie wandern mit einem Esel? Ja, wieso? Sie nicht? Nein, nein. Wir sind nicht verrückt. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Heute begrüße ich mal den Chris zuerst. Schön, dass du wieder da bist. Hallöchen. Auferstanden aus Ruinen. Nee, auch von den Toten. Das war was anderes. Das waren die anderen, ja. The Walking Dead, sozusagen. Ja, das trifft's ganz gut. Ah ja. Ja, hallo auch Kate. Grüß Dachchen. Dich. Ja. Hallo. Sind wir alle wieder am Start. Und wir haben sogar ein bisschen was geschaut, filmmäßig. Und der Chris hat sehr viel geschaut. Er hat Zeit gehabt zum Gucken. Ja, wenn ich mal wach war. Neben seinen Eingriffen. Ich hab dafür auch keine Sneak for Pam zu besprechen. Aber das ist was anderes. Ja, das kannst du dir ja dann überlegen, ob das jetzt, also meine Kritik vom letzten Mal hast du ja wahrscheinlich dir angehört. zu dem Film, irgendwie, wie hieß der? Der Chris meinte was, aber was anderes. Wir haben letzte Woche nicht die Sneak von der Woche davor besprochen, in der ich war. Das haben wir vergessen. Ja, dann also, war's. Wir haben einmal eine Sneak vergessen zu besprechen. War es wahrscheinlich aber nicht eingetragen Gott. Hier. Da bin ich ja. Einmal nicht da hier. Kinders. Das kannst du ja heute noch nachholen. Da waren wir alle nicht, außer ich. Kannst du ja eintragen. Mhm. Also, ja. Ich hatte auf jeden Fall in der vergangenen Woche in der Sneak Preview den Film Mein Liebhaber, der Esel und ich, was ein bisschen nach einem Tierporno klingt, ist aber wirklich etwas ganz anderes. Wir hatten den ja auch in der Vorschau gehabt für die jeweilige Woche. Kannst du dich erinnern, Kate? Da hast du gesagt, oh, das Poster sieht irgendwie niedlich aus. Und dann haben wir auch mal ein bisschen, haben wir dich wieder abgeholt. Ich habe die Suchbegriffe einfach mal bei Google eingegeben. Liebhaber, Esel, ich. Ja. Willst du mich? Okay. Also, kurz zusammengefasst, eine junge Frau, die ist Lehrerin an einer, ich glaube, das ist so eine Grundschule, ist das in Frankreich. Erste Szene, ja, wo mich der Film gleich abgeholt hat, war, sie sagt ihren Kindern, sie sollen mal von 30 rückwärts zählen, ganz langsam. Und sie geht, und erst dann dürfen sie sich umdrehen und sie geht hinter die Klasse und fängt an, sich nackig auszuziehen und sich ein schönes Kleid anzuziehen, weil nämlich gleich eine Veranstaltung ist, wo auch einer der Väter dabei ist von einem ihrer Kinder, mit dem sie eine Affäre hat. Soweit, also da hatte mich der Film schon mal relativ abgeholt am Anfang. Das hatte ich auch, glaube ich, in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und es beginnt dann damit, dass er ihr eröffnet, also es ist irgendwie Beginn von den Ferien und in Frankreich ist ja so, da ist ja gefühlt irgendwie der ganze August sind Ferien und keiner arbeitet und alle fahren weg. Also auch so meine persönliche Arbeitserfahrung, also da erreichst du niemanden von den Kollegen in Frankreich am Telefon, ist einfach keiner da, ist alles zu. Und so ist es da halt auch. Die Lehrer, die machen da auch alle komplett frei und haben irgendwie Zeit für was anderes und sie hatte darauf spekuliert, mit ihrem Liebhaber so ein paar schöne Stunden zu verbringen, ein bisschen Urlaub zu machen. Er eröffnet ihr aber, nee, das geht nicht, weil ich fahre mit meiner Frau und der Tochter, die du unterrichtest, in die Cévennes und die machen dort eine Tour mit einem Esel. Und zwar kann man da so eine Wandertour machen mit einem Esel. Das basiert auf einem Buch von Robert Louis Stevenson, was ich auch jetzt gerade in der Hand halte, was ich vorher aber noch nicht kannte, was ich mir erst in der vergangenen Woche bestellt habe. Da war es nämlich so, der Robert Louis Stevenson, der ja auch zum Beispiel die Schatzinsel geschrieben hat, und ich glaube, das mit diesen, wie ist das mit den Lilliputanern und so, mit den Riesen, das hat er, glaube ich, auch geschrieben. Gulliver? Bitte? Gullivers Reise? Ja, genau, oder? War das nicht Robert Louis Stevenson? Ich dachte auch, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls, der hatte, also True Story, der hatte eine Geliebte, damals 1800 irgendwas. Und
da war das ja alles noch nicht so mit Kommunikation, da gab es noch keine Telegrafen und die Post, das war alles schwierig. Und diese Geliebte, die kam irgendwie, ist wieder nach Amerika zurückgegangen und er hat sie halt monatelang nicht erreicht und die sind irgendwie ein bisschen komisch auseinandergegangen. Er wusste nicht, woran er ist, war halt unglücklich verliebt und ist halt mit einem Esel durch die Cevennen gepilgert, gewandert und hatte da auch sehr viele Einfälle für seine späteren Bücher. Und deswegen ist das wohl ein sehr bekannter Wanderweg, der mir überhaupt nichts gesagt hat. Also ich habe damit zum ersten Mal hier in diesem Film gehört. Und ja, sie wollen halt diesen Wanderweg gehen und die Frau ist halt enttäuscht, sagt, ja, was soll ich jetzt machen hier? Soll ich die ganze Zeit zu Hause sitzen? Und sie kommt dann auf die Idee, ja, sie kann ja die Tour auch machen und dass sie zufällig dann ihren Liebhaber immer mal trifft und sie ein paar schöne Stunden haben. Er weiß davon nichts und sie bucht das alles auf eigene Faust und ist noch nie gewandert, geschweige denn mit einem Esel, was dazu führt, dass er natürlich das Tier auch überhaupt nicht im Griff hat, wo sehr viele irrwitzige Situationen entstehen. Dann ist da auch noch so eine Reisegruppe insgesamt dabei. Man muss sich ein bisschen vorstellen, so wie beim Jakobsweg vielleicht, wo dann auch sich so Gruppen bilden an diesen einzelnen Etappen. Das sind hier so einzelne, ja, wie so Jugendherbergen oder so Gasthäuser, wo die Wanderer dann übernachten können. Da treffen sich ja dann immer dieselben Personen wieder und man unterhält sich dann halt und ja, sie lernt dann halt ein paar Leute dort kennen, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass sie so eine, in Anführungszeichen, Beziehung zu ihrem Esel entwickelt, weil dem schüttet sie auf diesem Weg so ihr ganzes Herz aus, weil sie stellt nämlich fest, dass er nur nicht störrig ist, wenn er was erzählt bekommt, sonst bleibt er manchmal einfach stehen und guckt dumm und so fängt sie halt an, ihn die ganze Zeit voll zu labern und ihm ihr ganzes Leben zu erzählen und gewinnt dabei auch sehr viel Selbsterkenntnis über das, was sie alles schon so verkehrt gemacht hat. Und ja, dann irgendwann trifft sie natürlich ihren Geliebten wieder mit Familie und will ich jetzt nicht zu viel spoilern, was dann alles noch so passiert. Und dann kreuzen sich auch noch die Wege mit ein paar anderen Leuten und sehr schöne Landschaftsaufnahmen auch dabei. Ich fand den Film echt schön. Ich weiß nicht, ob das nur ich so sehe durch meine etwas frankophile Brille. Aber wenn ich mir so die Wertungen angucke, ja, 4 Punkte hat jemand gegeben, 5 Punkte, aber auch viel 6 und 7 Punkte. Also ich denke mal, der ist ganz okay angekommen in der Sneak Preview. Ich glaube, mehr will der Film auch nicht sein. Der hätte mehr sein können. Also man hätte da durchaus auch noch ein bisschen, weiß nicht, wie bei H.B. Kerkeling zum Beispiel, gab es ja auch diesen, wo der auf dem Jakobsweg geht, wo dann wirklich so selbstreflektierende Erfahrungen mit reinkommen und so Rückblenden und sowas. Das macht der Film alles nicht, sondern der ist relativ straight, bleibt der seinem Thema treu. Wie kriegt die Frau den Esel in den Griff? Welchen Leuten begegnet sie auf ihrer Reise? Was sind das so für abgefahrene Gestalten und was haben die so für einen Rucksack zu schleppen? Also nicht nur einen wirklichen Rucksack, sondern an Problemen und so. Und wie kriegt sie das geregelt mit ihrem Liebhaber und ja, was passiert da alles noch so auf dieser Reise? Und ich fand das echt einen schönen Film. Das ist so ein Film, den könnte man gut in so einem Sommerkinoabend, wie es ja dieses Jahr leider nicht so gab, ne, wegen Corona, weißt du, so eine Leinwand aufgebaut, irgendwo so eine laue Sommernacht. Das ist so ein Film, den du da zeigen kannst. Ein sehr, sehr schöner, angenehmer Film, sehr charmant. Und deswegen bekommt er von mir 7 Punkte, wahrscheinlich sogar 7,5. Ich habe hier in der Sneak Preview Gruppe, habe ich 7 gegeben. Ich gebe 7,5, weil fand ihn echt schön. Genau, ich werte mal noch auf hier. Genau, so. Schöner Film. Viel good movie mit ein paar. Ich will mal nicht zu viel verraten. Der Tipp für die kommende Sneak, wie lautet denn der, Chris? Ha! Jetzt haben wir dich ja wieder. Also wenn es hier richtig eingetragen ist, lautet der Tipp für die Sneak-Nummer Schlag mich tot, was weiß ich wie viel. Das wäre dann die 1064 am 26.10., wo ich selber noch nicht dabei sein werde, kann ich gleich vorneweg schicken. Das kommt Minimum eine Woche zu früh. Friedlich ist der Tipp. Na mal schauen. Ist da schon irgendwas eingegangen? Ich kann mich, ich glaube, also bis gerade eben war nichts eingegangen, aber ich habe die Zeit genutzt und selber mal geguckt und ich tippe, dass der Film Und morgen die ganze Welt kommt. Da geht es nämlich um eine junge Frau, die Jura studiert und nach und nach feststellt, dass in diesem Land einfach ganz viel schief läuft und sich zusammen mit ihren Freunden den sogenannten Faschos entgegenstellt und demonstriert.
Vielleicht demonstriert sie ja friedlich, wer weiß. Oh, könnte gut passen. Ich finde, das passt ganz gut. Könnte gut passen. Ich habe jetzt auch gerade mal so ganz schnell durchgeklickt, was alles so anläuft, aber da passt, glaube ich, nicht so gut wie das, ja. Also ich kann es kommt noch ein Horrorfilm, wo es darum geht, dass jemand immer furchtbar träumt. Vielleicht will die einfach nur, dass es wieder friedlich ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das mit dem Demonstrieren am besten passt. Hm. Cats and Dogs 3. Pfoten vereint. Das könnte auch kommen. Oh. Da arbeiten diesmal die Katzen und die Hunde zusammen, um sich gegen ein einen weltweiten Schurken da. Wer weiß. Aber das wäre ein sehr kurioser Sneakfilm, Cats and Dogs 3. Ist das der Rattenkönig oder? Keine Ahnung. Steht hier nicht. Wäre wahrscheinlich gespoilert. Dann lassen wir uns mal überraschen. Mal gucken, ob ich es morgen wieder schaffe, da in die Sneak Preview. Und dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, was wir noch alles so hatten. Heimkino. Wir beginnen vielleicht mal mit unserer Rezensionsdisc, die wir bekommen hatten, ja? Ja. Ja? U-235. Ja. Abtauchen, um zu überleben, steht hier noch. Originaltitel übrigens ist mindestens genauso lang, der heißt Torpedo. denn vorstellen? Sehr gern, bitte. Was ich nicht recherchiert habe, einfach weil es mich nicht interessiert hat, ob das nach wahren Begebenheiten ist, aber im Endeffekt geht es darum, es spielt während dem Zweiten Weltkrieg. Ein Trupp von Belgiern, würde ich mal sagen, waren das, die so ein bisschen für ihre harten Züge bekannt sind, also sie machen immer irgendwelchen Blödsinn, soll Uran in die USA bringen. Und da die so ein bisschen Special-Truppe ist, wollen die Chefs von denen halt, dass die das machen. Und das geht natürlich nicht zum Landeweg, geht ja nicht von Belgien nach in die USA, sondern sie sollen das mit einem U-Boot transportieren. Zumal die auch nicht in Belgien sind, sondern im Kongo, ne? Sie sind erst in Belgien, reisen nach Kongo, in den Kongo, weil dort das U-Boot ist. Das Uran. Und im Kongo wird abgebaut. Das Uran mit dem U-Boot, ach, keine Ahnung. Ich habe den Film nicht so zu 100% verfolgt. Ich habe nebenher gekocht. Moment. Entschuldigung. Ja, dann mache ich mal weiter. Also es handelt sich um so eine Art Partisanen-Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg, die immer von ihren Wäldern aus irgendwelche Aktionen gefahren haben. Und weil irgendwie keiner sonst da ist, der das machen könnte, werden die halt auserkoren, eben dieses U-Boot in die USA zu überführen. Wir wissen ja, also U-235, also Uran-235 ist ja der Grundstoff für die Atombombe. Und das soll halt, das wissen die aber damals noch nicht, dass sie quasi das für die Atombombe, sie wissen nur, sie transportieren dieses Uran für eine Massenvernichtungswaffe und wissen auch gar nicht so richtig, also die haben dann das Uran, das nehmen sie dann auch so in der Hand und so, also das ist ja auch noch nicht angereichert, das strahlt jetzt noch nicht so sehr. Und der erste Teil des Films beschäftigt sich damit, wie die irgendwie im Wald leben und irgendwelche Aktionen fahren gegen die Deutschen und irgendwelche Sachen machen und interne Scharmützel, der eine kann nicht mit dem und der andere ist irgendwie komisch drauf und der hat was mit dem und irgendwie hat jeder einen kleinen Klatsch weg, weil er mal irgendwas erlebt hat, was ihn traumatisiert hat und deswegen sind die auch alle da, wo sie jetzt gerade sind und dann sollen sie innerhalb von wenigen Wochen, soll diese kleine Truppe erlernen, wie man ein U-Boot fährt und dazu haben sie noch so einen ehemaligen deutschen U-Boot Kommandanten, den sie irgendwo gefangen genommen haben, der soll ihnen das beibringen. Und bei der überhasteten Abreise kommt es dann dazu, dass er eben mit muss. Der sollte eigentlich gar nicht mit auf die Mission, sondern den haben sie halt mit auf dem Boot und fahren dann halt auf dem Atlantik raus. Und ich muss sagen, dann wird es auch eigentlich erst so ein bisschen interessant, weil da wird so ein bisschen U-Boot-Action und dann passiert auch einiges. Sie geraten dann halt auch mit Zerstörern aneinander und mit anderen U-Booten und da ist einige Action geboten. Und es passieren ja. Noch. Achso, du bist wieder da. Ich bin wieder da, ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Du machst das so schön. Action geboten, hast du vollkommen recht.
Allerdings, das hast du ja, glaube ich, auch schon bemerkt, ist, dass die bei anderen Filmen ein bisschen geklaut haben. Oh ja. Also vor allem das Dreckige Dutzend. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. War damals ein sehr erfolgreicher Film. Weil da sehr bekannte, ich glaube, Telly Savalas und Kirk Douglas, ich weiß gar nicht, wer da alles dabei war innerhalb des Dreckigen Dutzend. Dirty Dozen, ja. Und da wird halt auch so ein Trupp von Verbrechern auserkoren, auf so eine Selbstmordmission zu gehen und da in so ein Nazi-Schloss einzubrechen. Also da haben sie viel geklaut. Dann natürlich bei Das Boot. Klar, wenn du einen U-Boot-Film machst, musst du zwangsläufig irgendwas von Das Boot klauen, weil Das Boot hat einfach so viel richtig gemacht. Der Film ist immer noch wahnsinnig gut, oder die Serie. Und noch ein paar andere Sachen, ja. Aber ja, dafür hat es dann wiederum ein paar Szenen drin. Da haben wir ja im Vorfeld schon geredet. Also wollen es mal nicht spoilern. Also gerade wenn dann so die Traumata von den einzelnen Personen erläutert werden, wo ich sage, das hättest du jetzt nicht gebraucht, ey. Also es gab eine Szene, die kommt noch relativ am Anfang, wo ich mir echt gedacht habe, ich schalte es jetzt aus. Also wenn das so weitergeht, dann kann ich das nicht angucken. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Aber ich habe es dann noch weiter geguckt und zum Glück kam nicht nochmal eine solche Szene. Es kamen immer noch krasse Szenen, aber nicht mehr so krass, dass ich das Gefühl hatte, Ritsche-Ratsche, sage ich nur. Ritsche-Ratsche, genau. Und ja, aber ich finde, der Film hat auch ganz viel falsch gemacht. Also der macht nicht alles richtig. Ja. Okay, war wieder Hundealarm. Der macht nicht alles richtig. Ja, Robin möchte mit aufnehmen. Machen wir nachher weiter bei macht nicht alles richtig. Ja, das ist irgendwie, obwohl es immer noch, auf See war der Film immer noch besser als an Land. Ist halt nur, wenn du einen U-Boot-Film machst, vielleicht solltest du einfach darauf gucken, dass du das U-Boot auf See hältst. Also was ich meinte mit er macht ziemlich viel falsch, ist zum Beispiel auch, gibt es eine Szene, die für mich komplett unlogisch ist, die so gar nicht passieren kann, ja. Die sind da, wurden da von dem Zerstörer getroffen und sind da kurz vorm Ertrinken allesamt, ja. Und der eine, der schwimmt da ewig weit noch und ich denke so, das kann gar nicht sein. Also das schafft doch ein normalsterblicher Mensch schon nicht. Und der ist auch noch verletzt. Das kam mir dann alles ein bisschen sehr spanisch vor. Ja. Naja. Ich weiß gar nicht, was man jetzt da viel noch dazu sagen soll. Die U-Boot-Szenen waren trotzdem gar nicht so. Und Martin Semmelrocke spielt halt einen Nazi. Schergen, da kann man es nicht anders sagen. Irgendwie Martin Semmelrocke, den kannst du einfach immer nehmen. Das ist irgendwie Wahnsinn. Den hatte ich auch letztens wieder in irgendeiner Serie gesehen. Da war die Serie, war total scheiße. Auf Amazon Prime. Für Umme heißt die Serie. Aber der Martin Semmelrocke spielt einfach so gut. Ich mag den. Und hier halt auch. Er spielt diesen Nazi-Schergen und zwar so fies auch. Der hat noch, also was, hier der Dings hier bei Inglourious Basterds, da spielt er da, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der den Oscar gewonnen hat dafür. Ihr wisst, wen ich meine, oder? Nein. Dann gebt mir einen Moment, da muss ich mir das mal selber googeln. Ich weiß es leider. Brad Pitt. Nein, der den Nazi gespielt hat. Christoph Waltz, ja. Christoph Waltz. So. Genau, Christoph Waltz. Der spielt ihn ja ein bisschen süffisanter und so fast so ein bisschen James Bond-artig, würde ich sagen, Christoph Waltz. Und hier Martin Semmelrocke spielt ihn einfach nur so mit so einer freundlichen Augen, aber total fies. So. Und das war halt auch sehr, sehr passend irgendwie in dem Moment. Und ansonsten, ja, der Film, wie gesagt, die U-Boot-Action, die fand ich eigentlich dann ganz gut, so wie es gemacht ist in dem Boot und wie die da klarkommen müssen. Und ja, deswegen von mir kriegt der Film, jetzt überlege ich gerade, 6 Punkte. Fand ihn jetzt nicht so schlecht. Fand ihn ein bisschen über dem Durchschnitt, ja. Okay. Nein, 4. Trage ich mal bei dir ein. Die Klo-Szene war lustig. Ja. Na gut, ich sehe hier, Chris, wir haben beide noch einen Film geguckt. Borat 2, The Subsequent Movie Film. Da warst du ja extrem begeistert, dass das kommt. Ja, weil ich habe ja den ersten Borat ziemlich gefeiert.
Ich auch. Ich fand ihn auch. Also den fand ich einfach richtig, richtig witzig. Oder sehr nice. Very nice. Beste Prostituierte von Dorf. Ja. Und jetzt ist Borat eben zurück. Er wird auf eine neue Mission geschickt, weil Kasachstan soll auch zu den großen Ländern gehören, die anerkannt werden von Präsident Trump. Dass der auch dem Präsidenten dort die Hand schüttelt und was weiß ich was. Und da denken sie, wen gibt es Besseres als unseren lieben Borat, den wir jetzt 14 Jahre weggesperrt haben in irgendein Lager zum Steineklopfen. Der kennt sich da aus und der kann ein Geschenk den Affen, also den Minister für Kultur oder was weiß ich was, überbringen als Geschenk und dann ist alles cool und dann wird Kasachstan eine der Top-Nationen und anerkannt und alles, was weiß ich. Das ist so das Ziel. Und das führt Borat eben zurück in die USA. Und dort angekommen, ja, geht es natürlich schon los, weil seine Tochter hat sich mit an Bord geschmuggelt. Und eigentlich sind Frauen ja in Kasachstan so ziemlich das letzte Wesen, was es gibt. Also um das mal noch ganz nett auszudrücken. Da gibt es ja auch ein Buch, wo das extra... Ja, da gibt es ein Buch, eine Anleitung für Frauen oder für Töchter und was weiß ich was. Also eine ziemlich skurrile Reise durch die USA, weil manches dann nicht funktioniert, der Plan sich dann zwischendurch ändert, der Plan sich 3 oder 4 Mal noch ändert und ja, Borat wieder auf amerikanischem Boden. Ich möchte da gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, dann spoilert man echt viel zu viel bei dem Film. Oder sehe ich das falsch? Ja, ein bisschen was muss man vielleicht schon noch sagen. Also Borat begibt sich dann halt nach Amerika und er hat Schwierigkeiten, also auch in echt halt Schwierigkeiten in seiner Rolle als Borat dort eben diese, ich nenne es mal Guerilla Hidden Camera Comedy zu machen, also einfach Leute zu verarschen als Borat, als Abgesandter von einem ausländischen Fernsehsender, irgendwelche Leute zu interviewen und da quasi so die ungefilterte Wahrheit von den Leuten zu bekommen, was die normalen Menschen auf der Straße halt wirklich denken, was er halt im ersten Teil halt sehr, sehr viel gemacht hat. Geht halt jetzt nicht mehr, weil es mittlerweile sogar schon Verkleidungen im Verkleidungsladen gibt mit dem Borat-Outfit. Irgendwie Foreign Reporter oder so heißt das Outfit, ne? Ja, dummer ausländischer Reporter irgendwie so. Und das macht es ihm halt schwierig und so muss er halt sich andere Verkleidungen einfallen lassen und diesmal im Gegensatz zu dem ersten Teil wird das Ganze stärker eingebettet in so eine fiktionale Geschichte mit seiner Tochter, fand ich. Was beim ersten Mal wirklich fast nur eine Aneinanderreihung von Guerilla-Comedy-Szenen war. So ähnlich fast wie Jackass, wenn man es vergleichen will. Ist halt hier schon auch sehr stark narrativ eingebunden und diese richtigen Guerilla-Stunts, die er gemacht hat, sind sehr relativ wenig im Vergleich zum ersten Film. Wahrscheinlich, was auch damit zu tun hat, zum einen kam ihm vielleicht Corona dazwischen, da gab es halt dann auch ein paar Szenen und zum anderen hat er halt wahrscheinlich auch gar nicht so die Möglichkeit gehabt, sich so großartig zu verkleiden und irgendwelche Stunts da abzuziehen. Ja, und, ja, ja. Aber das ist genau das Problem von dem Film, finde ich. Weil wenn ich Borat höre, denke ich eben an diese, wie du es schon gesagt hast, dieses Guerilla-Drehen, dieses Leute wirklich völlig aufs Glatteis führen oder was weiß ich was. Und das hat überhaupt nicht funktioniert in dem Film. Im zweiten Teil, fand ich jetzt. Also überhaupt nicht. Was hat nicht funktioniert? Dieser Effekt, den du beim ersten Teil noch hattest, mit hier, wir bringen Leute in ganz komische Situationen, gucken, wie die da reagieren, quasi so ein bisschen auch mit versteckter Kamera ein Stück weit. Und was weiß ich. Und das fand ich, hat überhaupt zu keinem Zeitpunkt für mich funktioniert, weil ich habe es den nicht einmal abgekauft. Das war so übelst schlecht gescriptet teilweise, das geht gar nicht. Fandest du? Ich fand es ja. Also bei manchen Szenen, ich glaube, man ist da mittlerweile auch zu kritisch, weil man einfach zu viel so Fake-Scheiße gesehen hat, dass man schon gar nicht mehr weiß, wenn man wirklich mal was Echtes sieht. Ich fand... Aber gerade so die Szene, wo der in dem Handyladen ist, wo er zum ersten Mal, weil er feststellt, in Amerika gucken alle auf ihre Taschenrechner und lässt sich dann auch mal das erklären und so, und wie dieser Typ da reagiert. Und
Dann noch diese zwei Rednecks, bei denen er da unterkommt während Corona. Ja, aber das war so schlecht. Bei den Rednecks, das war so schlecht. Also mit der Pfanne rumrennen, um den Virus zu erschlagen, ja, das war Quatsch, ist einfach ganz schlecht. Und das auch so ganz wie in Kameraperspektiven und was weiß ich. Das war ganz brutal gestellt und das war ganz, ganz, ganz mies. Oder auch die Sache mit dem Faxgerät fand ich nicht so witzig. Also da, oh, wir müssen nach Hause, schicken ein Fax. Ja, aber das war doch, sah doch auch noch sehr real aus. Aber diese ganzen, die anderen Stunts, wo dann, was will ich, dem Vizepräsidenten da die Frau bringen will, oder will man nicht zu viel verraten. Oder auch die, was ich sehr, sehr gut fand, war die Babysitterin, wo er dann mal seine Tochter abgeben möchte. Die, wo dann die Tochter ja wirklich so diese ganzen Klischees, die sie angeblich immer mitbekommen hat, da so rauskramt und sie dann wirklich so mit so einer mit der Wahrheit einfach so konfrontiert, so nein, das ist nicht so, Frauen dürfen Auto fahren und das und jenes, wo dann sogar selbst auf dem republikanischen, eine Versammlung von republikanischen Frauen oder sowas, wo selbst die sagen, ey, das ist alles Käse und sowas. Ah, ja. Ja. Aber ich fand eher die Szenen, die wieder so typisch Borat-mäßig wirklich so über die Stränge ins Eklige geschlagen sind, die fand ich dann wieder absolut mies. Also ich sag mal, ich nenne mal nur Fruchtbarkeitstanz. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen. Oder, alter Verwalter. Oder also, wo sie dann auf der Toilette mal austestet, hier, ob das Buch wirklich stimmt und sowas. Und dann immer noch mit dem Hintergrund, ja, meine Tochter ist 15 Jahre alt. Ja, genau. Also das sind so diese... Da hört es halt echt auf. Diese Sacha Baron Cohen-Szenen, ach nee, da gab es halt auch bei hier wie El Presidente oder wie hieß der Film, Diktator, da gab es auch so eine Szene, da habe ich wirklich komplett ausgemacht. Da habe ich es einfach nicht weitergeguckt, weil es war mir too much. Weil hier bei Borat, da habe ich noch irgendwie gedacht, okay, ich gucke mal weg, ich mache gerade irgendwas anderes hier, ich lese mal hier irgendwas oder suche schon mal ein Bild hier für den Beitrag raus und guck dann wieder hin, wenn es vorbei ist. Und dann ist ja auch echt noch ganz gut geworden. Also sonst hätte ich dann wirklich diese anderen Stunts verpasst, die er dann gemacht hat. Wo ist es noch gut geworden? Ja, ich fand so diese, wo er da in diesen Parteitag eindringt oder sowas, das fand ich schon gut, wie er das da gemacht hat. Ja. Nee. Also mir hat es schon irgendwie gefallen. Es ist auch, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Film, gerade in der aktuellen Zeit mit den ganzen Fake News und so. Da wird auch sehr viel so ein bisschen drauf rumgeritten auf manchen Themen. Und dadurch, dass es ja doch ein bisschen Popularität erreichen wird, dieser Film. Zum einen ist er kostenlos bei Amazon Prime verfügbar. Zum anderen hat er schon richtig mediale Wellen geschlagen. Giuliani hat sich ja schon hier geäußert drüber. Trump natürlich hat sich geäußert und so. Also es werden sich hoffentlich einige Leute angucken, die dann wirklich auch vielleicht ein bisschen drüber nachdenken über manche Sachen. Ja. Und er nutzt halt wirklich diese extrem übertriebene Form von Satire und Karikatur, um seine Message auch irgendwie rüberzubringen. Und vielleicht kommt es, wenn es noch nur bei wenigen Leuten ankommt, hat der Film schon sein Ziel erreicht. Und das hoffe ich. Ja, ich befürchte eher nicht. Also von mir bekommt der Film 5 Punkte. Von mir bekommt er 2 Punkte maximal. Oh. Ja. Also, und das ist schon wohlwollend, weil ich war richtig enttäuscht. Also wirklich richtig enttäuscht. Ich denke, das Potenzial, was bei Borat dann nochmal geschlummert hätte für einen zweiten Teil, wurde einfach nur verbuddelt und draufgekackt, kann ich nicht anders sagen. Oder wahrscheinlich erst ein Loch gemacht, reingeworfen, reingeschissen, Zug mal gemacht und nochmal draufgeschissen. Ich glaube, es lässt sich auch echt schwer machen, diese Art von Guerilla-Comedy. Ja, vielleicht hätte es lassen sollen. Gerade auch in der jetzigen Zeit und alles. Ah ja, aber ihr könnt euch selber davon überzeugen, wenn ihr Amazon Prime habt, guckt vielleicht nochmal den ersten Borat an und vergleicht dann. Und oder auch nicht. Doch, den ersten. So wie ich. Den kann man auch schon auf jeden Fall. Das ist so ein popkulturelles Phänomen, das sollte man schon mal gesehen haben. Weil das kommt ja auch in so vielen anderen Filmen, werden ja Sachen davon aufgegriffen. Allein deswegen sollte man es mal geguckt haben. Ja. Du willst mir also sagen, dass wenn ich das nicht angucke, bin ich nicht filminformiert? Nee, das nicht. Ich sage nur, das hat so viel Einfluss auf so viele andere Filme gehabt, das, was man dann vielleicht in dem Moment dann nicht zuordnen kann. Also ist bestimmt nicht verkehrt, das gesehen zu haben, mehr sage ich jetzt nicht. Ja. Und der erste ist schon sehr witzig. Der erste ist cool, ja. Ja.
Okay, naja. Oh, der Chris hat noch viel geguckt hier. Erzähl mal. Ja, aber müssen wir nicht alles machen, also geht alles relativ schnell. Ich habe mir noch Rambo Last Blood angeschaut, den hattest du ja auch schon. Das war der, wo er sein Haus vermint, ne? In Texas, war das das? Ja, ja. Ja. Mit dem auch. Ach, geil. Du Gott. Ach, du Scheiße. Oh, also ich bin zum allerersten Mal bei einem Rambo-Film eingeschlafen, weil ich ihn so bananeblöd fand und so langweilig teilweise. Ich habe mich drüber kaputt gelacht, weil er so schön blöd war. Also, ja, aber so blöd. Das, also ich fand es monströs unwürdig, komplett. Ganz arg viel auch wieder verschenkt, war jetzt wohl aber dann Gott sei Dank der letzte Rambo. Ich gebe ihm 4 von 10 Punkten und möchte eigentlich nicht mehr drüber reden. Ah, okay. Ja, soll ich noch weitermachen? Ansonsten kann ich mal kurz noch einen machen. Ich habe mir einen Film aufgenommen gehabt, der lief letzte Woche irgendwann auf dem Sender Tagesschau 24 HD, die ja nicht gerade dafür bekannt sind, jetzt der große Filmsender zu sein. Aber die hatten mal, weil das irgendwie ein Jubiläum feiert und weil das damals ziemlich einen Einfluss hatte auf die, ja, auf viele Menschen, haben sie den Film Das Millionenspiel mit unter anderem Dieter Thomas Heck und Dings hier. Der Dieter, der Thomas, ja, der Heck. Und Dieter Hallervorden spielt auch mit. Palüm, palüm. Und das ist quasi, ihr kennt ja alle Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Also quasi Mann kommt in eine Spielshow, wo er quasi um sein Leben fighten muss. Das Prinzip gab es ja schon diverse Male mit irgendwie Battle Royale. Nee, Battle Royale war keine Fernsehsendung. Aber ja, hier ja. Tribute von Panem oder sowas gab es ja dann später öfters mal dieses Thema. Zum allerersten Mal so richtig dieses Thema auf die Leinwand gebracht hat tatsächlich der Film Das Millionenspiel. Und der Film ist aus 1970, aus dem Jahr. Und als der damals im Fernsehen lief, haben das viele für echt gehalten. Und da gab es eine Riesenpanik teilweise und ganz viele Leserbriefe und Zuschauerbriefe sind dann eingegangen. Damals war das halt noch so, ne? Viele Anrufe, denn der ganze Film ist halt aufgemacht wie eine echte Show. Und zwar wie eine aktuell moderne Privatfernsehshow, also mit Werbeunterbrechungen, die es ja damals überhaupt nicht gab. Zum damaligen Zeitpunkt 1970, da gab es nur mal irgendwie abends mal einen Werbespot. Hier ist richtig viel Werbung in der Sendung. Und zwar für völlig abstruse Produkte, die immer von irgendeinem Riesenkonzern irgendwie gesponsert sind und so ganz abgefahrene Sachen, was weiß ich, irgendwelche Tabletten, damit die Frauen williger werden und nur so eine abgefahrenen Sachen. Aber alles halt mit so perfekten Werbespots, wie es halt heutzutage ist im Privatfernsehen. Und hier in diesem Film, man wird halt voll reingeschmissen, wird gesagt, ja, hier, das hier ist der Herr Lotz, der kämpft jetzt gerade hier noch, der ist gerade da und dort, also man bekommt überhaupt keine Einführung, man ist sofort drin und er rennt halt und hinter ihm her sind ist hier diese Bande, die ihn jagt und richtig mit Maschinenpistolen und man bekommt dann so peu à peu gesagt, man fühlt sich halt, als hätte man irgendwo gerade reingezappt in irgendeine Sendung und ist da mittendrin und er muss halt um sein Leben kämpfen und dann werden dann auch noch irgendwie seine Mutter wird interviewt in der Show und in der Show sind dann auch, wie es bei Dieter Thomas Heck damals bei den anderen Shows immer war, dann auch mal so Tanzeinlagen, um irgendwelche Zeiten zu überbrücken. Dann wird immer mal wieder hingeschaltet zu den Jägern und dem, also wirklich ganz abgefahrenes Ding. Ich habe das damals vor vielen, vielen Jahren, habe ich das mal irgendwann gesehen, da war ich noch kleiner und habe auch gedacht, wow, wie abgefahren und hab dann später natürlich den Arnold Schwarzenegger-Film gesehen, den ich sehr gut fand. Und irgendwie seitdem auch nicht mehr den alten Film geschaut. Und jetzt haben die gesagt, sie zeigen den nochmal in einer neuen HD-Abtastung. Da habe ich mir den aufgenommen. Und ich muss sagen, boah, der funktioniert immer noch. Und der ist richtig gut gemacht. Also die Art und Weise, was sie damals 1970 vorhergesehen haben, wie dieses Fernsehen funktionieren kann, dieses Privatfernsehen, ja, oder wie pervertiert das teilweise ist, ja, jetzt mittlerweile essen die irgendwelche Maden im Dschungel oder werden irgendwelche Leute fertig gemacht vor laufender Kamera, weil sie nicht singen können und werden natürlich vorher erstmal ins Mikrofon gelassen, damit die ganze Welt sehen kann, dass sie nicht singen kann und genauso wurde diese pervertierte Art wurde damals schon so richtig gezeigt, wie es eigentlich so als eine düstere Zukunftsvision und ja, ich kann es nur empfehlen, wer sich mal ein bisschen mit Film-Fernsehgeschichte, ich habe es aufgenommen
Und so Aufnahmen kann man ja teilen, deswegen, also ich kann das gerne mal auch irgendwie euch mal bereitstellen. Ich würde es gerne mal angucken, ja. Ja, okay, dann kann ich dir das mal teilen. Ja, es ist natürlich jetzt nicht so glossy und kein neuer Kino-Look wie jetzt irgendwie Tribute von Panem oder so, das muss man halt bewusst sein, aber ist schon abgefahren. Und da wird dann auch zum Beispiel werden noch die nächsten Kandidaten vorgestellt mit so einem kurzen Video, wo die herkommen, was die machen, also wie es heutzutage gemacht wird. Wenn einer irgendwie bei The Voice auftritt, da wird irgendwie vorher gezeigt, was der so macht. Ja, das Millionenspiel. Verrückt. Ja, von 1970. Und deswegen, ich habe einen kleinen Disclaimer, aber ich gebe dem Film jetzt immer noch 9 Punkte. Natürlich, ich habe den damals schon gesehen. Ich weiß nicht, wie der jetzt auf jemand wirkt, der den Film zum ersten Mal sieht. Das werde ich dann bei der Kate dann feststellen. Aber für mich rockt der Film immer noch. Ist gut gedreht. Hat ja der, Menge, heißt er mit Nachnamen, gedreht. Oder nee, das Buch war von diesem Herrn Menge. Der hat einige gute Sachen gemacht. Okay, dann darf der Chris weitermachen. Das nächste sagt mir gar nichts. Braven, was ist das? Braven. Ja? Braven gibt es aktuell bei Amazon Prime und ist ein Film mit Jason Momoa, also mit Aquaman. Okay. Und Drogo. In Braven... Was, Count Dooku? Nein. Count Dooku ist ein anderer. Count Drogo aus Game of Thrones. Ach so. Okay. Der hat Daenerys geschändet. Genau. Wegen mir auch das, ja. Soll er machen, mir scheißegal. Er war erst Khal Drogo und wurde dann Aquaman, also Ruhe. Okay, also Braven von 2018 ist er allerdings. Und Joe Braven, also Jason Momoa, Joe Braven, lebt mit seiner Frau, seiner Tochter und seinem schwer kranken Vater, also der hat irgendwie so ganz brutale Alzheimer oder was weiß ich was, zusammen. Und er möchte mit seinem Vater einen letzten Trip machen in ihre Holzhütte, wo es schön in die Winterlandschaft und Erik atmet schon schwer. Klingt nach einem weiteren Abstieg von Jason Momoa. Also, ja, und geht dann dahin. Problem ist, sie finden in der Hütte Kokain, was dort versteckt wurde, von einem Mitarbeiter aus der Holzerei, aus der Baumholzerei da von Jason Momoa, der da mit anderen Schergen zusammen die Sachen da verstecken musste, weil was schief lief beim Transport. Und als sie es dann abholen wollen, ist Jason Momoa natürlich mit seinem Vater dort und natürlich hat sich auch seine Tochter dazu geschlichen. Und was beginnt? Es beginnt der Kampf ums Überleben. In dieser Hütte im Wald, mitten im Schnee. Oh, wie romantisch. Ja. Was für eine gequirlte Scheiße. Okay. Leck mich am Arsch. Also ich habe ja schon ganz arg viele Filme. Kann sein, dass ich habe einfach zu viele Filme vielleicht unter Schmerzmitteln gesehen die Woche. Aber Also das unfassbar. Genau, eigentlich waren die alle gut, auch Borat und so. Du hast die nicht. Wahrscheinlich waren die alle top, durch ja. Durch die verklärte Schmerzbrille gesehen. Nein, also es ist so bescheuert. Die stehen zu 7-8 um diese Hütte rum, wo 2 Leute drin sind. Und statt die einfach zu stürmen und niederzuschießen, ich meine, jeder, der Gangs of London gesehen hat, weiß, wovon ich rede, was es heißt, eine Hütte niederzuschießen. Ist das ein Hickhack und hin und her und eine Flucht und ein Kampf durch den Schnee und wer rettet wen und wer kann gerettet werden und alles für die Ehre und oh, gib mir meinen Kokain und warum die Polizei so unfähig ist und leck mich am Bobbes. Also abgesehen von den Dialogen, die teilweise schon so, wo du dir denkst so, ach du Scheiße, haben die bei GZSZ neue Leute besetzt und haben da die Alten abgezogen oder ach du meine Güte. Es ist weder ein Actionfeuerwerk noch wirklich ein tiefgründiger Film. Es ist einfach nur ein stupides durch den Schnee rennen und sich irgendwie versuchen, gegenseitig über den Haufen zu ballern oder über den Haufen zu kriegen. Die Landschaft ist vielleicht noch ganz schön, das ist aber das Einzige. Aber da sind Sachen dabei. Also Jason Momoa fliegt ungefähr 40 Meter in die Tiefe ins Wasser. Im Wasser, ja. In irgendeinen See oder in Meer oder was weiß ich. Ich wiederhole. Schnee überall, es ist arschkalt. Aber wir wissen, Jason Momoa ist fucking Aquaman, der steht halt auf,
zieht sich erstmal die Sachen aus, weil muss ja sein, und zieht dann die Sachen von dem Typ an, der mit abgestürzt ist, aber der ist halt auf einem Stein gelandet. Ist ja klar, ne? Dann zieht man erstmal die Sachen an. Also er steht noch im Wasser, aber zieht sich frisch an, damit er nicht so friert. Mhm. Naja. Nur mal exemplarisch jetzt. Also scheint er verheerend gewesen zu sein. War denn der da runtergeflogen ist, mit ihm auch so ein Brecher? Weil sonst hätte er arg enge T-Shirts und so an wahrscheinlich. Das ist das Nächste. Also nicht unbedingt. Und da war, gesagt, da war der kleine Typ aus Game of Thrones, ist mit ihm runtergefallen. Und der Tyrion Lannister. Und die Klamotten passen. Genau. Ja, das liebe ich ja auch immer, wenn jemand die Klamotten von jemand anderem anzieht, die aber deutlich unterschiedliche Größen haben, es aber perfekt passt. Das hasse ich ja. Ja, dann viel Spaß bei Raven. Nee, die gucke ich nicht an. Also, ob Joe Braven es natürlich schafft, seine Familie zu beschützen und die Bösewichte zu überwältigen, das muss man selbst rausfinden. Auf Amazon Prime kann man das machen. Wer sich diese 97 Minuten antun will, viel Spaß. 3 von 10 Punkten. Er ist noch ein bisschen besser wie Borat, aber das war's auch schon. Hier steht, das dümmliche Verhalten erinnert an die schlimmsten B-Movie-Zeiten der 90er Jahre. Früher hätte hier wahrscheinlich ein Steven Seagal oder ein Michael Dudikoff die Hauptrolle gespielt. Oh mein Gott, Steven Seagal hätte gepasst. Wie noch was. Ach du Scheiße. Ja, aber die Zusammenfassung trifft es auch ganz hervorragend. Also, boah. Okay, also wir bewegen uns weiter. Also Jason Momoa, also ich fand ja Aquaman auch nicht besonders, ja. Also geht jetzt irgendwie Tendenz weiter nach unten bei ihm, gefühlt. Aber jetzt geht es auch weiter nach unten, wenn ich so die Wertung angucke. Was ist denn Countdown hier? Hast du hier den Mut zum Trash gehabt? Hast du alles geguckt? Ich hatte gefühlt, im Endeffekt hatte ich das wirklich. Countdown ebenfalls bei Amazon Prime. Ach, der war doch erst im Kino, sehe ich gerade. Ja. Ja, jetzt erinnere ich mich, ja. Ein ganz, ganz hervorragender Film. Und zwar geht es um eine App, die du herunterlädst und die sagt dir, wann du stirbst. Ich erinnere mich, hatte sogar manche in der Sneak, ja. Ich will den, glaube ich, unbedingt sehen noch. Ja, den möchtest du unbedingt sehen, wenn du einfach keinen Bock hast, 90 Minuten Lebenszeit anders zu verwenden. Also, es gibt ja viele Teenage-Horror-Filme und was weiß ich was, aber dieser Quark leckt mich am Bobbes. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Also, es geht darum, dass diese App runtergeladen wird und natürlich lädt auch hier Elizabeth, also Quinn Harris, Elizabeth Lale spielt Quinn Harris, lädt diese App runter. Dabei kommt raus, sie hat nur noch 2 Tage zu leben und alles wird irgendwie ganz komisch und eigentlich wollte sie mit ihrer kleinen Schwester und ihrem Vater das Grab der Mutter besuchen, aber das macht sie dann doch nicht und dann kommt auf der App, oh, sie haben gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und dann läuft alles nochmal ganz anders und blablablub. Und sie lernt dann noch Matt Monroe kennen, gespielt von Jordan Calloway, der das ebenfalls hat, diese App, nur der hat noch weniger Zeit zu leben. Dazu kommt noch, dass Quinn im Krankenhaus arbeitet. Sie ist jetzt als Krankenschwesterin angenommen worden oder als Pflegekraft angenommen worden, wird dort von einem Arzt sexuell belästigt, der dreht es auch noch ein bisschen um, dass sie das eigentlich war und nicht er. Und also eine völlig banane Nebenstory, die es überhaupt nicht wirklich braucht. Es steckt natürlich ein Dämon dahinter. Ja. Könnte es auch anders sein. Weil es gibt auch noch Father John, also PJ Byrne spielt Father John, der Digitalpriester sozusagen, der ganz arg viel der Sachen weiß und auch ganz arg viel da rauslesen kann und denen dann auch hilft, wenn will und helfen soll. Und jetzt geht's einfach darum, schafft Quinn es, den Kreis zu durchbrechen und das Todesdatum entweder zu verlängern oder zu verfrühen, damit die Vorhersage des Dämonen nicht mehr stimmt. Woher kenne ich die Schauspielerin? Also ein paar nette Effekte sind drin, das war's aber auch schon. Es ist so ein richtig herrlich bescheuerter Halloween-Film, den man sich anschauen kann, aber nicht muss und auch nicht unbedingt sollte, weil wirklich, schauspielerische Leistung ist nicht geboten. Die hat bei You mitgespielt.
Ja, ich habe es gerade gesehen. Hat die Beck gespielt, genau, in der ersten Staffel. Und bei Once Upon a Time. Die Princess Anna. Genau. Also ein absoluter Quatsch. Total Banane. Nichts Neues. Ganz, ganz bescheuerte Sachen einfach nur. 2 von 10 Punkten. Ja, kann man sich ja mal auf Amazon reinziehen. Horror-Trash. Sag mal, ihr kriegt aber oft Post am Sonntag. Vielleicht gucke ich da trotzdem mal rein. Ich glaube irgendwie so, ja, jetzt kommt ja so ein bisschen die Halloween-Zeit. Vielleicht gucke ich da trotzdem mal rein. Mal schauen. So, dann sind wir eigentlich mit den gesehenen Filmen durch, oder? Ja. Und begeben uns mal in die Richtung, was so Neues im Kino anläuft und was dort in den Charts ist. Kinocharts und Neustarts. So, in Stuttgart die Top 5. Auf Platz 5 bei den Innenstadtkinos ist eine Frau mit berauschenden Talenten. Wir hatten ja hatten in der Sneak. Genau, dann haben wir auf Platz 4 Goodbye America. Okay, von dem habe ich jetzt noch nichts gehört. Hm. Ja. Der Geheime Garten. Die Macher von Harry Potter und Paddington präsentieren ihr neuestes Kinoabenteuer. Aha. Und dann haben wir auf Platz 2 Jim Knopf und die Wilde 13. Platz 1 immer noch Tenet. Ja, ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Mal gucken. Mal gucken, was neu anläuft, ob da irgendwas die Chance hat, da reinzustechen. Und da reden wir von den Kinostarts vom 29.10. Da startet zumindest mal ein Film, dem ich ein bisschen was ausrechne, nämlich Yakari, der neue Kinofilm, startet. Habe ich in Frankreich schon sehr, sehr viel Werbung für den Film gesehen. Ist ja bestimmt auch irgendwie eine französische Koproduktion oder irgendwie eine französische Produktion an sich. Ich glaube, das wird ganz gut gehen, weil es gibt sehr viele Kinder, die gerne Yakari gucken und denke ich mal, ja, Produktionsländer Frankreich, Deutschland, Belgien. Ja. Ich denke mal, da gehen viele Eltern mit ihren Kindern vielleicht mal rein. Jetzt sind ja Ferien, ne? Ja. Entschuldigung, ich habe keine Kinder. Was ist Yakari? Yakari ist ein kleiner Indianerjunge. Und doch, den kenne ich. Ja. Ich hatte nur den Namen dazu nicht. Zeichentrickfilme. Yakari und wie heißt das Pferd? Ja. Na? Kleiner Donner. Richtig. Kleiner Donner. Richtig. Oh. Komm nämlich selbst in der im Intro. Yakari und Kleiner Donner. Nee, hatte mal ganz, ganz nette Sachen da, so, die er dann so macht. Irgendwas passiert dann halt immer oder so muss jemand helfen oder so. Sind immer schöne Abenteuer, die er erlebt, finde ich. Ja. Es kommt ebenfalls neu. Hexen, die Neuauflage von Hexen mit Anne Hathaway als bösartige Hexe, die einen kleinen Jungen terrorisiert. Oh, ich sehe gerade, der ist auch von Robert Zemeckis, die Neuauflage. Aber hat es das jetzt gebraucht? Muss man den Film jetzt nochmal? Na gut, wenn man sich nicht traut, irgendwas Neues anzufassen. Octavia Spencer ist mit dabei. Stanley Tucci. Ich habe den Trailer schon ein paar Mal gesehen. Er sieht ganz süß aus. Ja. Okay. Ich habe den Originalfilm damals gesehen, als der lief irgendwie. Aber seitdem auch nie wieder. Also hat mich nicht so... Ich fand den Originalfilm ziemlich gruselig. Ja. Ich habe den sehr gruselig in Erinnerung. Gruselig ist eine gute Überleitung. Es gibt eine Neuauflage, nicht Neuauflage, Entschuldigung, eine Remastered-Auflage von Zombie, Dawn of the Dead, dem ersten George A. Romero-Film, der das Ganze irgendwie so ein bisschen eingeleitet hat. Davor gab es ja irgendwie so Night of the Living Dead und sowas. Und das war so der erste richtige, Film, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat. In Deutschland wurde der damals, glaube ich, beschlagnahmt, die Uncut-Fassung, weshalb man dann irgendwie auf dubiosen Wege sich die aus Österreich besorgt hat und hat dann festgestellt, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, weil die Zombies, es war ja meistens so, war ja bei Tanz der Teufel genauso. Und man sieht hier wohl eine komplette Fassung. Der Co-Produzent Dario Argento hat sie zusammengestellt und bleibt spannend. Also der lief ja auch, glaube ich, in Deutschland deswegen auch nie im Kino, weil da sofort der Jugendschutz das einkassiert hatte. Läuft also zum ersten Mal im Kino. Wenn ich den irgendwo erwische, würde ich den, glaube ich, sogar gucken, weil ich fand den immer gut, den ersten Zombie Dawn of the Dead. Mal gucken. Und morgen die ganze Welt. Drama
über eine junge linke Aktivistin, dessen Protestaktionen zunehmend von Gewalt geprägt sind. War das der Film, den du getippt hattest, Kate? Ja. Ach so. Okay. Zunehmend, vielleicht fängt sie friedlich an. Ah. So viel zum Thema friedlich, ne? Deutsch-französische Koproduktion. Läuft auch noch an Schwesterlein, ein intimes Porträt zweier erwachsener Geschwister aus dem Theatermilieu, die mit einem Schicksalsschlag fertig werden müssen. Ah ja. Dann kommt der Film für Kate, Schlaf. Deutscher Horrorfilm mit Sandra Hüller als Mutter, die von Albträumen geplagt wird. Mhm. Klingt so ein bisschen nach Nightmare. So. Schlaf. Das ist eine Doku hier. Blumhaus, der kommt auch, der Hexenclub. Späte Fortsetzung zum Horrorfilm Der Hexenclub aus dem Jahre 1996. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch Clara und der magische Drache, ein Animations- und Zeichentrickfilm. Also das sieht so aus, ein bisschen aus wie auf Disney gemacht. Okay, nur noch kurz einen Satz zu diesem Blumhaus Hexenclub. Da spielt Michelle Monaghan und David Duchovny mit, nur mal so als Hinweis noch. So, wo sind wir jetzt? Clara, Animationsfilm. Außer Atem, ah, das ist eine Wiederaufführung, den kenne ich. Jean-Luc Godards revolutionär inszenierte, traurige Nouvelle Vague, Liebesgeschichte des Pariser Kleinganoven Michel und der amerikanischen Studentin Patricia. Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg, die kennst du ja auch jetzt aus dem anderen Film. Ja. Ja, kann man mal gucken. Ich weiß nicht, ob man da jetzt ins Kino dafür muss für den Film. Ist natürlich ein guter Film, aber der hatte, glaube ich, auch eine ganz schöne Laufzeit. Warte mal ganz kurz. Mal hier drüben gucken. Nee, 1 Stunde 30, aber kommt länger vor, glaube ich. Und wird er ja langer Atem heißen. Ja, vielleicht wechsle ich es gerade auch mit den anderen. Die Godard-Filme, die sind meistens immer sehr... Ja, aber die kann man bestimmt mal auf Arte gucken oder so. Ich glaube, das war's dann auch mit den Kinostarts für diese Woche. Dann ja, sind wir damit durch. Mal einen Blick noch, was so Neues auf Blu-ray erscheint. Das wäre dann der... Jetzt habe ich mich gerade verklickt. Der 26. Oktober. Da kommt gar nichts. Kommt bei mir gar nichts. Aber ich habe überall eine Werbung für U235 hier. Ja, könnt ihr euch überlegen, ob ihr den mal gucken wollt. Ansonsten... Ja, nö, dann wissen wir, weiß ich jetzt nicht, was da Neues anläuft. Wir können auch mal noch rüberblenden in den Bereich der Serien, da haben wir nämlich ein bisschen was. Serien. Chris, was hast du denn geguckt? Ich habe mir auf Netflix beide Staffeln Cobra Kai gegeben. Beide Staffeln? Und, ja, zwei Staffeln Cobra Kai. Und wenn ich den Namen Cobra Kai nenne, dann blitzt es bei den ein oder anderen direkt auf und sagen sie, oh, das ist doch das gemeine Dojo aus Karate Kid. Und genau das ist es auch. Es ist die Fortsetzung von den Karate Kid Filmen jetzt als Serie und ja, mit William Zabka, mit Ralph Macchio heißt er, ne? Ach, der spielt tatsächlich auch mit. Ja, ja, klar. Johnny Lawrence, also William Zabka, okay. Johnny Lawrence ruft die Dings zurück, Ralph Macchio heißt er, ruft Cobra Kai zurück ins Leben und hat seinen ersten Schüler, bekommt seinen ersten Schüler, und zwar Miguel Diaz, und fängt dann mit dem an, sein Dojo wieder aufzubauen. Ist natürlich immer noch getrieben von der Niederlage, von diesem illegalen Kick damals von Daniel LaRusso, also von Ralph Macchio. Daniel LaRusso, der trainiert von Mr. Miyagi war und der da im großen Finale als Außenseiter dem großen Cobra Kai Dojo die größte Niederlage überhaupt hinzugefügt hat und schlag mich tot. Also die Karate Kid Filme, man kennt sie, denke ich, oder sollte sie auf jeden Fall mal gesehen haben. Hier wird es konsequent weitererzählt. Es ist am Anfang relativ charmant, weil es unfassbar viele Rückblicke gibt, die auch immer wieder einfließen lassen, was eigentlich los war. Es fühlt sich zwischenzeitlich an wie, komm, wir erzählen einfach den Film neu, und zwar mit schönen neuen Sachen, wie zum Beispiel der Sohn von Johnny Lawrence, Tanner Buchanan heißt der Schauspieler, ja, Robbie Keane, der so ein bisschen arg auf der schiefen Bahn ist, aber sich dann natürlich
dem Daniel LaRusso eher anvertraut. Dann hat natürlich Daniel LaRusso noch eine Tochter, Samantha, die jetzt auch 14 oder 15 ist, 15, 16 wird sie sein, die auch so ein bisschen Karate kann und was weiß ich was. Und es werden Bösewichte aufgebaut, es wird Miguel aufgebaut, es wird ganz arg viel aufgebaut. Und die erste Staffel ist wirklich wie der erste Film so ein Stück weit. Man denkt so, okay, habe ich alles schon mal irgendwo gesehen. Manchmal ein bisschen cheesy und dann sehr, sehr 80er Jahre verliebt. Also wer nochmal so einen Trip in die 80er in Karate Kid und so machen möchte, der ist da extrem gut aufgehoben. Der Transport in die Neuzeit funktioniert leider nicht immer so ganz. Es wirkt schon so ein bisschen lahm. Und das ist dann die erste Staffel, die, wenn ich jetzt fragen würde, was glaubt ihr, wie endet die erste Staffel? Bei was endet die erste Staffel? Was würdet ihr sagen? Gibt es vielleicht nochmal so ein Rematch von damals? Oh mein Gott, du bist ja so gut. Aber natürlich, wer kämpft jetzt? Die Kinder. Natürlich, oh mein Gott, ihr seid so gut. Das ist ja unfassbar. Na, hör mal, so. Ey, mit Profis hier. Ja, absolut abgefahren, ey. Absolute Profis, ihr seht schon. Ja, also es geht darum, dass die Kinder sich aufs Maul hauen. Die zweite Staffel, ja, es ist einfach so. Die zweite Staffel geht quasi nahtlos weiter, wird übertrieben cheesy und übertrieben widerlich teilweise, was so Teenie-Quatsch angeht. Du hockst echt dran so, Alter, nein, bitte nicht, nein. was sehr, sehr schade ist, weil die Serie durchaus Potenzial hätte, aber dadurch, dass sie sich nie aus diesem 80er Jahre, wir müssen uns ganz arg an die Filme und an das Original halten und so lösen kann, verschenkt sie ganz arg viel. Es wird sehr, sehr dramatisch hinten raus noch. Aber halt, ja, je länger die Serie geht, desto öder wird sie. Das ist ein bisschen schade. Also Potenzial ist durchaus da. Ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen, reinzuschauen, einfach um ein paar Erinnerungen auch an Karate Kid zu wecken, weil wenn man die Serie geschaut hat, muss man den Film nicht nochmal gucken. Allein von den ganzen Szenen, die verwendet werden. Ganz arg viele Sachen, die einfach da sind. Für die Fans von Karate Kid wahrscheinlich ein Mega-Service und auch schön, wie die Sachen sich dann doch irgendwie anders noch entwickeln können. Für den Rest, ja, kann man mal machen, aber man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Ich weiß, ich hatte ein paar Mal schon den Anlauf gestartet, das mal gucken zu wollen, weil das sah so schön 80er-Jahre-mäßig trashig aus und so. Ich habe es auch irgendwie noch nicht geschafft. Mal gucken. Mal schauen. Mal probieren. Ja. Werde ich machen. Ich habe auch noch eine. Und da muss ich dazu sagen, ich habe eine neue Lieblingsserie. Ich habe es ja schon bei uns in der WhatsApp-Gruppe mal euch mal mitgeteilt, dass es die gibt und dass man die doch mal gucken kann und wo es die gibt. Es handelt sich um die Serie Das Parlament und was jetzt erstmal sehr dröge klingt und, ach, Parlament, ist eine Aufgabe, die ich bei Fortsetzung Folgt bekommen hatte als Hausaufgabe zum Gucken. Und da sind ja manchmal die Sachen, die andere raussuchen, gerade wenn bestimmte Personen die raussuchen. Ich will jetzt niemanden da konkret dissen, aber da gibt es manche, die haben ein besseres Fingerspitzengefühl, da neue Serien auszusuchen und manche eher nicht so. Und das war eigentlich jemand, der immer eher nicht so die guten Griffe hat. Und deswegen habe ich gedacht, oh Gott, da geht es ums Europäische Parlament und was soll das sein? Ich hatte damals bei der mündlichen Abi-Prüfung, da war es so, man konnte... Da lagen so Karteikärtchen auf dem Tisch verdeckt und man musste sich zwei ziehen und da standen jeweils zwei Fragen drauf, die man in der mündlichen Prüfung dann erörtern musste im Detail. Man durfte ja ziehen und man durfte eine Karte nochmal tauschen. Und ich habe gedacht, also Europäische Union war so mein Thema, was echt schwierig ist, Europäische Union, diese ganzen Behörden und Verwaltungen, was es nicht alles gibt, ne? Die erste Karte gezogen, das war Europäische Union. Dachte ich, okay. hab gedacht, okay, ich lege die nochmal weg, ziehe eine andere Karte, auch wieder Europäische Union. Okay, prima. Ziehe dann wirklich die zweite Karte und die war zum Glück noch was anderes und ja, ich habe es dann irgendwie geschafft. Jedenfalls, das Parlament ist keine trockene
Politserie. Ich habe erst gedacht, dass da geht es um irgendwelche Machenschaften im Europäischen Parlament, die aufgedeckt werden oder irgendwas. Das Parlament ist quasi eine europäische Version von The Office. Und zwar halt wirklich im Europaparlament. Wir beobachten hier unseren Hauptdarsteller, den Sami. Der hat Politik studiert und fängt ein Praktikum in Brüssel an beim Europaparlament und wird einem Abgeordneten zugeteilt, der dort arbeitet, der Michel Speclan. Und der ist schon so totaler betriebsblinde Büroklammer geworden. Der will eigentlich nur unterm Radar fliegen und guckt immer, dass er ja nicht irgendwie was in seinen Postausgang legt, weil immer wenn er im Postausgang was legt, dann kommt irgendwie Arbeit zurück. Deswegen, er versucht einfach immer irgendwie so durchzuschwimmen und da irgendwie so seinen Tag zu überstehen. Und jetzt kommt nun dieser junge Sami dort an in Brüssel und die anderen Abgeordneten, die haben auch alle so Assistenten und die Praktikum machen und mit denen trifft er sich dann auch mal und bekommt auch so eine Führung von jemand und dann bekommt er von der einen jungen Dame, gewinnt er einen Report und das ist wie halt, wenn man so eine E-Mail kriegt, sie haben gewonnen, ja, so nach dem Motto, erstmal skeptisch sein, ne, sie haben gewonnen, das ist meistens, aber eher so, oh cool, ja, und ja, ich schicke dir alles, ne, okay, ja, und ja, dann kommt dieser Report und an diesem Report, da hängt aber auch noch ein To-Do-Item dran. Er muss nämlich dann quasi bis zum nächsten Mittag einen Vorschlag dazu ausarbeiten, zu diesem Report. Und bei diesem Report handelt es sich um ein Thema, was die europäische Fischereiwirtschaft angeht. Also nicht jetzt gerade was man irgendwie mit einem Allgemeinwissen abdecken kann, sondern was wirklich sehr speziell ist. Und ja, er gerät dann so, er versucht sich dann irgendwie Hilfe zu holen und gerät dann so an die verschiedensten skurrilen Charaktere, die sich da so rumtreiben, inklusive irgendwelcher Lobbyisten, die da in der Lobby sitzen, ihm Hilfe anbieten, was er natürlich, was schwierig ist, mit denen zu dealen. Und ja, dann auch die anderen, die gehören ja auch teilweise anderen Fraktionen an, da heißt die, mit denen er sich eigentlich befreundet hat, mit denen dürfte er eigentlich gar nicht befreundet sein und die meinen es auch nicht immer gut mit ihm. Und jeder versucht da irgendwie so durchzukommen. Es gibt manche, die sehr ambitioniert sind. Andere sind es wieder ein bisschen weniger. Die deutsche Abgeordnete spielt Christiane Paul zum Beispiel. Und ihr Assistent, der wird auch absolut großartig gespielt. Mir fällt gerade der Name nicht ein, war auch eher ein Unbekannter. Ach nee, Lukas Engländer heißt er, ein Deutscher. Absolut großartig. Ich habe die Serie kann man in der ARD-Mediathek gucken, kostenlos. In zwei Versionen. Es gibt einmal die Originalfassung, was bedeutet, dass hier ein babylonisches Sprachengewirr aus Französisch, etwa 60%, 20% Englisch und 20% Deutsch ist. Komme ich auf 100%? Ja. Gut, 1% bräuchte ich noch, weil da sind noch ein paar andere Sprachen mit dabei, die man sich aber durchaus untertitelt auch angucken kann. Und ich fand das sehr, sehr schön, dass die in Landessprache, weil das ist ja noch den Klang zu hören, wie es halt im Europäischen Parlament so ist und gerade so die Witze kommen einfach richtig gut rüber, so die Eindrücke, die haben und ach, es ist so großartig gespielt, also die hatte mich noch nicht bei der ersten Folge, wo ich noch dachte, oh, ist irgendwie alles ein bisschen weird da irgendwie, aber ich habe dann weitergeguckt und dachte, es ist einfach so absurd und was die Serie aber schafft, ist zum einen, das Ganze satirisch aufzuarbeiten, das ganze Thema Europaparlament, wo ja teilweise wirklich nur irgendwelche Büroklammern sitzen, die ihre Zeit absitzen und nur ein bisschen Geld absahnen wollen, bis hin zu welchen, die wirklich sehr ambitioniert sind und Sachen arbeiten und dann teilweise auch diese Befindlichkeiten zwischen den Nationen werden auch sehr schön dargestellt. Ja, wie halt die Deutschen immer so sind, wie die Franzosen sind, wie die Engländer sind. Die haben natürlich auch mit ihrem Brexit, die bereiten sich schon vor, die haben Vorstellungsgespräche per Video während ihrer Arbeitszeit, weil die auf der Suche nach was Neuem sind. Und es ist eine extrem tolle Serie. Hat ja nur 10 Folgen, aber mich hat die sowas von begeistert. Man kann es, glaube ich, raushören und vielleicht gibt er ja mal eine Chance. Vielleicht gibt er ja mal eine Chance und guckt da mal rein. Wir haben es in der vergangenen Folge bei Fortsetzung Volk besprochen. Die anderen waren jetzt nicht ganz so euphorisch wie ich, weil ich habe ja da irgendwie 9,5 Punkte von 10 gegeben. Die anderen lagen so bei 8 und 7. Also fanden sie durchaus auch sehr, sehr, sehr gut. Und das ist sowas, was vielleicht normalerweise untergeht, weil man guckt dann irgendwie, was bei Amazon Prime oben dasteht. Und da guckt man dann halt irgendwelche
Filme, die, denen man 2 Punkte gibt oder so, aber hier im, in der ARD-Mediathek gibt es halt da vielleicht auch mal so eine Perle, auf die ich auch nicht gekommen wäre, wenn sie nicht empfohlen worden wäre. Ich werde es mal mit verlinken, den direkten Link zur Mediathek. Da die Mediathek ist ja ein bisschen meh, die ist jetzt nicht so, die ist jetzt nicht so schön wie Netflix aufgearbeitet. Da ist irgendwie jede Folge einzeln. Also man muss dann, wenn man OV haben will, muss man die eine auswählen und wenn man die deutsche Synchro haben will, die andere, aber ihr findet das schon raus. Also meine Empfehlung, Parlament, die Serie, auch wenn es tröge klingt. Okay, dann ja, also ach, Rätselecke, yay. Rätselecke. So, jetzt ja wieder eine echte Competition und solange wieder Chris noch unter Drogen steht, habe ich hier eine echte Chance, also. So, ich habe mich diese Woche richtig ins Zeug gelegt. Also, Achtung. Was haben unter anderem die Serie Lost, Fringe und der Film Passagier 57 gemeinsam? Okay. Wer ist denn zuerst dran? Ah, Chris, fang du mal an, komm. Bist ja. Warst lange nicht da. Lange nicht da. Alle drei haben mit einem Flugzeugabsturz zu tun. Ist korrekt. Aber das ist nicht das, was ich meine. Ach so, wollte gerade sagen, ey. Es ist korrekt, aber das ist nicht das, was ich wissen will. Vielen Dank, ja, mega Rätsel. Danke, Kate, das war jetzt super. Nächste Woche dann buchstabiere Opel. Nee, okay. Nein. Was die gemeinsam haben. Das wäre Fringe, ein Flugzeugabsturz. Es gibt mal eine Folge mit einem Flugzeugabsturz, ja. Haben die vielleicht irgendwelche Schauspieler, die... Nein, vielleicht gibt es irgendwelche Zahlenkombinationen, die übereinstimmen. Ich habe Nein gesagt, der Erik ist dran. Also, fangen wir mal vorne an. Also Fringe und Lost ist auf jeden Fall ein ähnliches Produktionsteam, sage ich jetzt mal. Hat es jetzt irgendwas mit den Produktionsteams an sich zu tun? Nein. Weil bei Passagier 57 weiß ich jetzt nicht genau. Also hat es nicht, okay. Chris? Nein. Puh. Ich möchte nochmal auf das Wort unter anderem zu sprechen kommen. Also mein Wissen über diesen Fakt beschränkt sich nicht allein auf Lost, Fringe und Passagier 57. Also die haben das auch gemeinsam, so ein anderer. Serien. Okay. Ja, ja. Mhm. Es sind jetzt nur 3, die ich jetzt nenne. Ah, okay, dann weiß ich's. Oh Mann! Dann sag's, wenn du's weißt. Nee, ich bin sag's dran. Mal. Ich bin nicht dran. Doch, du bist dran. Ich habe keine Ahnung. Ja, Erik? Nee, Chris, sag. Du bist dran. Komm, ich kann dir das doch nicht wegnehmen hier. Ich habe aber keine Ahnung. Hat's was mit der Fluglinie zu tun? Ja. Sag ich doch. Oceanic. Ah. Oceanic Airways. Genau, die gab es nämlich auch in anderen. Oceanic. Und Oceanic Airlines oder Oceanic Airwaves ist eine fiktive Fluggesellschaft, die in etlichen Filmen und Serien vor allem in irgendeiner Weise vorkommen. Also wenn hier irgendeine Serie, zum Beispiel bei Grey's Anatomy, am Flughafen im Hintergrund, wenn da irgendwas gedreht wird, ist es meistens, dass dann die Oceanic Airlines gezeigt wird, weil sie einfach eine der bekanntesten Fake-Fluglinien ist. Hm. Also ich habe hier eine Liste, die geht, also da ist Diagnose Mords dabei, Flipper, Once Upon a Time, Pushing Daisies, die X-Files. Alle hier haben die Oceanic Airlines unter anderem benutzt. Ich finde, das war ein gutes Rätsel, Mann. Ja, definitiv, ja. Definitiv, ja. Aber auch gut gelöst. Ja, das stimmt. Ich habe sogar ein T-Shirt von Oceanic Airways. Da ist das Logo drauf. So cool. Hm.
Aber ich wusste nicht, echt nicht, dass die in so vielen Sachen mitmachen. Das ist wie die 555 bei den Telefonnummern, so ungefähr. Yeah. Oder bei den Tarantino-Filmen sind alle Zigaretten Red Apple. Kannst du beim nächsten Mal fragen. Ey, sogar Bridget Jones. Bei Bridget Jones gibt es Oceanic Airlines. Stimmt, Teil 2, oder? Wo sie nach Thailand oder so. Diese The Edge of Red Bridget Highland. Und Daniel Cleaver fly to Thailand on an Oceanic Airlines flight. So. Wie du dich mit Bridget Jones auskennst, ey. Wahnsinn. Ich habe beide Filme im Kino gesehen. Ich bin beeindruckt. Den ersten fand ich sogar gut. Sogar bei Buffy kommt es mal vor. Also es ist echt krass. Ja, klar. Ja, musst du ja machen. Du kannst ja nicht so echte... Hast ja auch immer Probleme zu echten Marken, wenn du die reinbringst. Ja, aber dass die halt alle, dass die sich halt alle immer die gleiche, also dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt eine fiktive und die benutzen wir halt überall. Na gut, es kann ja keiner jetzt sagen, das kannst du nicht machen. Sag mir, wieso? Bist du hier von der Firma oder was? Das ist ja das Gute. Ich find's lustig. Ja, ja, klar. Ich find's lustig. Kannst du auch eine eigene erfinden. Da musst du natürlich auch ein eigenes Logo und alles erfinden, aber ja, ja, klar. Ich denke mal, die haben halt vielleicht diese Logos und alles, haben die Firmen, die so Spezialeffekte machen und die dann irgendwie so ein Flugzeug da rein rendern auf irgendeinen Flughafen, die haben das halt alles schon da. Wenn du jetzt neu anfangen würdest, würde es halt einfach unnütz Geld kosten. Mhm. Ja, aber bei Lost war es natürlich sehr prominent zu sehen und deswegen Oceanic Flight 815 und deswegen, ich glaube, das hat dann vielleicht ein bisschen dazu geführt, dass vielfach in den weiteren Filmen erstmal weniger genutzt wurde. Sie werden ja auch in Lost die Oceanic Six genannt und so. Das ist so auch der größte, also sagen wir mal, am präsentesten diese Airline in der Serie. Alle anderen sind immer nur so im Hintergrund oder werden halt genannt und so. Aber dass die so verknüpft sind wie in Lost, das ist, glaube ich, in keinem anderen Film. Hat ja jetzt auch gerade wieder neue Bekanntheit erlangt, ne? Ist ja jetzt Jugendwort geworden. Was? Lost. Jugendwort des Jahres. Ja. Echt jetzt? Gott. Ja. Wobei, hat sich am Ende doch gegen Neisenstein durchgesetzt, was ich nicht verstehe. Ach, Mann. Nee, gegen Cringe. Gegen Cringe. Ja, gegen Cringe, okay, aber Neisenstein ist auch rausgeflogen, das verstehe ich nicht. Nein, Neisenstein ist doch jedes Mal dabei, das wird immer von Rocket Fiends reingewählt. Aber, was ist denn Cringe? Na, Cringe ist, wenn was so fremdschämerig ist, wenn, dass du es gar nicht gucken kannst, also irgendwie so... Kennst du nicht Cringe? Also Cringe habe ich sogar selber schon benutzt. Ich habe keine Kinder in meinem Kindern zu tun. Ich krieg das nicht mit. Ich bin kein Lehrer. Aber Cringe ist doch okay. Nee. Ja, aber Cringe ist von meinem Gefühl her noch eher im normalen Wortschatz angekommen wie Lost. Also für der ist total verloren gerade. Also der kriegt gerade nichts hin oder so. Der ist total Lost. Doch, das kenne ich schon eher. Ja. Das kenne ich auch schon viel länger, deswegen hat es mich gewundert, aber. Ah ja. Okay, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schreibt eure Kommentare zu dem Thema. Und wir geben euch mal ein paar Musiktipps, damit ihr da ein bisschen Musik zum Hören habt. Heute gibt es 3 davon. Music. So, okay, dann starte mal. Das kenne ich sogar mal, dein Lied. Dafür sagst du, kennst du mal, ich mach nur gute Musik. Nee, die anderen Sachen kenne ich immer nicht, wenn du schon Naya Twain oder was das war oder wie hießen die alle, kenne ich immer nicht so. Naya Twain habe ich noch nie gehört. Nee, wie ist die Country-Sängerin da, wo du schon mehrfach... Taylor Swift, ja. Die keine Country-Sängerin mehr ist? Warum kommst du denn da sofort auf Taylor Swift, wenn ich sage, die Country-Sängerin? Ja, weil das die meisten falsch machen und das ist die einzige, die ich anhöre, die einen Country-Hintergrund hat. Also. So, diesmal sind wir ganz weit weg vom Country, denn ich habe auf meiner Liste diesmal stehen... Ich darf nicht lachen. Evanescence. Bring me to life. Die habe ich mal live gesehen, Evanescence. Ist echt gut. Ist geil. Mhm. Ah. Den Song singe ich am allerbesten bei SingStar. Okay. Oder Rockband. Duett, der Chris und ich immer singen. So. Oh Gott. Ich sing gerade gar nichts mehr. Chris, du hast ja was von der neuen Ärzte-LP, nehme ich an, oder? Ja. Gibt's die schon auf Spotify? Ich muss erstmal zur Luft kommen. Am Freitag kam das lang ersehnte neue Album von Die Ärzte und es ist so gut einfach und ich habe mich am Ende jetzt für einen Song dafür entschieden und zwar, warum spricht niemand über Gitarristen?
Das ist so absolut catchy, das geht total ins Ohr. Es sind ganz arg viele coole neue Songs dabei. Macht tierisch Spaß, das Album unbedingt reinhören. Und immer dran denken, hier ist das Ärztedeutsche Fernsehen mit einem Tagesthemen. Ja, das war auch cool, wo sie das gemacht haben. So gut. Ganz, ganz großartig. Ja, völlig unerwartet, oder? Dass jetzt das Album einfach mal so rausgerotzt ist. Nee, die haben es ja schon angekündigt. Ja? Also für mich kam es irgendwie aus dem Nichts. Nee, die haben es angekündigt, aber nur mit den, die haben es angekündigt, dann kamen, wie viele Tracks es sind und wie viele Beats per Minute jeweils der Track hat. Mehr kann man auch nicht. Ja. Das ist cool. Okay, und ich habe ein bisschen Oldschool 90s Hip-Hop mit Outkast, mit Atliens. Das war damals so der erste Track, den ich von denen gehört hatte, von der CD, die mir jemand gebrannt hatte damals. Oh. Ja, das war, glaube ich, der erste auf dieser. Outkast. Ja, die später so, hey, ja, kennst du vielleicht, oder? Ja, 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 klar. I'm sorry, Miss Jackson. I can do real. Never meant to make it on the ground. Genau. Ja, aber das ist jetzt ein älteres noch von denen. Okay, einen Hinweis habe ich dann noch, einen allgemeinen Hinweis. Es läuft immer noch das Gewinnspiel zum Thema Harry Potter, wo man eine schöne Lampe gewinnen kann, die jetzt die herbstliche Stimmung in jeder Wohnung einfach nur verzaubert. Kann man mit USB aufladen und ich glaube, ihr habt die doch, ne, ausgepackt, oder? Ja, ihr habt die doch, oder? Die Lampe. Die Schnaps, ja. Die sieht schön aus, ne? Ja, ja. Ja, die ist schön. Die steht bei mir im Bett. Ich habe sie nicht ausgepackt, ich habe sie so gelassen, wie sie ist. Und genau, kann sich dann eine Gewinnerin oder ein Gewinner drüber freuen. Genauso wie so eine Sammelfigur und noch ein bisschen anderes. Und die Frage hattest du ja herausgesucht gehabt. Was würde sich der Irrwicht in Professor Lupins Büro für dich verwandeln und warum? Also quasi eine frei formulierbare Antwort, keine ABC. Da muss man ein bisschen nachdenken. Es sind ja schon viele, viele Antworten eingegangen. Und ihr habt noch bis zum 31.10. Haben wir 31 Tage diesen Monat? Ja. 31.10. 31.10. habt ihr noch die Möglichkeit, da teilzunehmen. Es hat sogar heute, die Katja hat heute was geschrieben, sehe ich hier gerade. Und genau, macht da noch mit. Die Kate wird dann eine Antwort aussuchen. Ich weiß nicht, nach welchen Kategorien sie das machen wird, aber irgendwas, was ja entweder besonders cool ist, besonders witzig, besonders toll. Waren natürlich auch sehr abgefahrene Sachen bis jetzt dabei. Ja. Also, lasst eure Fantasie spielen und macht da mit und dann könnt ihr dieses schöne Überraschungspaket zum Thema Harry Potter gewinnen. Die geneigten Hörer wissen ja vielleicht, ich kann damit nicht so viel anfangen und da habe ich jetzt einfach mal alles, was ich da so hatte, zusammengepackt und da könnt ihr euch dann drüber freuen. Genau. Dann sind wir heute eigentlich durch soweit. Vielen Dank nochmal an alle, die uns auf Patreon sponsoren, die dann auch solche Gewinnspiele möglich machen. Und falls ihr jetzt die Sendung gerade gehört habt und sie irgendwie cool findet, geht auf kinocast.net und dann ganz oben gibt es Danke für eure Unterstützung, so ein Button. Da findet ihr so diverse Möglichkeiten, wie das hier geht. Unter anderem auch den Link zu Patreon. Und da könnt ihr schon für 1 Euro im Monat oder so eure Unterstützung zeigen und die Sendung hier am Laufen halten. Jo, dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Chris, dir sehr besonders gerne. Vielen Dank und schön, dass du wieder da bist. Und mal gucken. Also ich wäre, denke ich mal, wenn nichts dazwischen kommt, gehe ich morgen wieder in den Sneak, dann lasse ich euch wieder wissen, was kommt. Spaß. Und mal gucken, was mich da erwartet. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Bis bald im Kinocast.